und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Abenteuer bei mir, und zwar Asphalt 9 irgendwas, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade geschimmert. Da begeben wir uns mal gleich ins Spiel. Egal, ja, ich bin aber die ganze Tutorial sich drüber weggesprungen. Oh yes. Ich hoffe, dass es hier nicht so ganz so beschissen ist wie auf dem Handy. Du kannst ja schon mal Livestream, was das betrifft. Und kannst du mal aufhören, ein blödes Bier bei mir zu saufen? Geht das? Ich find's nicht witzig, ich find's gerade einfach nur jämmerlich. Und das Spiel braucht immer lange zum Laden. Hat ja auch im Stream. Da hilft euch noch High-End-Handy oder High-End-PC nichts mehr. Ja, mir ist auch warm. Stell dir vor, ich sitze hier, da weiße, ich schmelze vor dem PC, weißt du? Okay. Ich spiele bei dir Scheiß jetzt hier. Ich hätte vielleicht so Royal mal mitmachen sollen. Aha. Ah, ist sogar viel chilliger als auf dem Handy. Das Rennen haben wir schon mal gewonnen. Passt doch. Rico, der Daumen kommt, wenn die Folge online kommt und nicht davor. Da vermehrst du bis schon was. Ja, ich wurde in der letzten Runde komisch geworden. Oh, dieses Headset, das krabbelt. Dann legen wir gleich mal los. Hier gibt es keine richtige Lenkung mehr, wie man sieht. Das ist irgendwie bei den. Das hat irgendeiner in dem Spiel mal komplett abgeschafft. Also das Spiel lenkt sich von alleine. Da brauche ich gar nichts mehr machen. Was ich echt total bescheuert finde, weil das war ja das, was Asphalt so besonders gemacht hat, dass man halt lenken musste. Jetzt inzwischen ist das weg. Vielleicht ein Scheißzeug, frage ich mich. Aber trotzdem, ich kann mich des Spiels nicht entziehen, ich muss es auch spielen. Oder? Was genau. Hast du? Was? Weil ich die ganze Asphalt-Reihe gespielt habe. Naja, aber ich habe alle Spiele von Asphalt angespielt. Ich bin so ganz deprimiert, dass Asphalt 7 nicht mehr gibt. Für das Scheißspiel habe ich mal Geld ausgegeben. Weil es im Play Store nicht mehr verfügbar ist, das Scheißspiel. Gibt's nicht mehr. Ich habe mir das dumme Spiel mal 15 Euro ausgegeben. Das ist sowieso so ein Fehl, was ich finde, zum Beispiel bei
Asphalt 8 zum Bleistift. Ich spiele Asphalt gerne, aber wenn ich das jetzt auf Windows 7 oder älter spielen will, muss ich das Spiel kaufen. Auf den neueren Spielen des Computers ist es kostenlos. Geil, geiles Ziel gefahren, Alter. Da habe ich Spaß dran, sowas. Ich glaube, das ist bald mal eine ganz kurze Reihe bei mir. Ich spiele ein wenig zu schnell das Asphalt durch. Aber das ist meist am Anfang immer so. Leider. Reicht so, es gibt mehr. Ja. Das Asphalt 7 gibt's nicht mehr. Seit wann das nicht mehr? Genauso wie es auch Öffi nicht mehr gibt. Öffi ist irgendwie. Öffi gibt's zwar noch, aber irgendwie kannst du es nicht mehr downloaden. Ich spiele mal bei dir Asphalt noch. Darf das? Nein, jetzt gerade nicht. Ich meine hier. Ja, ich kann Asphalt auf dem Computer ziehen. Da kannst du Asphalt auch auf dem PC ziehen. Spielen. Robert, soll ich dir mal was sagen? Das ist jetzt eine ernste Frage, ne? Oh, kannst du die dir bitte aufheben, bitte auf fertig bin? Nein, ich hab noch 10 Minuten. Das Auto habe ich gesagt. Das Auto, was du fährst, das hatte mein Onkel in Schwarz. Geil. Was? Perfektes Nitro. Was ist denn so ein Sound, was Hey. Mach mal Ton aus, bitte. Ja, hab ich. Komm mal, Katze, so. Kann ich das auch machen? Nur bei Asphalt 9 geht das. Was kostet das Auto? Das Problem ist bei Asphalt 8, du musst jedes Auto haben, um durchzukommen. Nicht so wie hier, hier kannst du dein Startauto off-tunen und hast dann trotzdem noch Startauto am Anfang, weißt du? Bingo, bei mir ist das nicht so. Weil bei mir zieht es gleich das komplette Spiel. Dafür ist das Spiel auch so scheiße groß. Also Asphalt 9 muss echt gut überlegt sein, das ist fast 2 GB groß. Und das ist aber cool. Cooles Auto, coole Mods und alles. Es gibt keine Mods in dem Spiel. Ne, ich meinte aber gute Farmteile. Nitro und alles. Das ist genauso wie 8 gelassen. Nur, dass neue Autos dabei sind und dass du ein anderes Steuersystem hast. Und dass du neue Karten hast. Das ist deine Unterschied. Ich finde das Steuersystem irgendwie doof. Du brauchst nur noch 2 Tasten. Um genau sein 4. Ich lenke jetzt nicht mehr, da passiert gar nichts. Außer dass ich ein Auto kaputt mache. Lass mich doch. Und du kannst solche abgeflippten Sachen machen. Was kein Schwein braucht, aber okay. Was du hast du? Nee, du hast nicht so Autos. Dann mach ich jetzt auch. Ja? Asphalt wurde Idioten einfach kreiert inzwischen. Frag mal die Entwickler. Frag mal die Entwickler. Wie kann ich die fragen? Indem du dich einfach mal in Support reinklingst und mal fragst. Wollt mal sagen? Wow, 10 Minuten, ich hab schon fast die erste Session durch. Und ich bin Level 2. Yeah.
Naja, Wagen aktivieren. So. Brauchen wir nicht. Ich kürze jetzt alles ab hier. Ich hab da bitte noch. Was? Hast du Spaß dabei? Ja, ja. Ich spiele das später. Ich hab da jetzt den Bock drauf. Muss jeder meine E-Mail-Adresse sehen hier. Was? Ja, was denn? Wer mich unbedingt mir folgen will auf Xbox? Xenosan HD. Ist denn das so schwer? Das weiß jeder. Ich heiße überall Xenosan HD, egal wo. Wer mir irgendwo folgen will, sucht mich Xenosan HD. Bei YouTube gewonnen. YouTube weiß ich auch so. Ja, das sieht man nicht mehr. Ich hab nirgendwo Bilder von mir. Soll das so bleiben? Alles klar, aber ich wollte mich jetzt konzentrieren. Obwohl, was gibt's bei dem Spiel eigentlich zu konzentrieren? So ist die Version. Was soll ich hier oben echt die Laune macht? Muss ich echt mal so sagen, zum Beispiel Asphalt Extreme, das ist auch so ein neues Asphalt gewesen. Das war der Vorgänger jetzt vom Neuner. Hier kann man ja lenken. Ja klar. Ja, dann ist das hier. Das ist am Rand. Ich muss mal gucken, dass ich mal vorwärts komme, weil ich bin nämlich gerade ganz hinten. Das ist nur, weil ich jemandem helfe. Jetzt bin ich noch Pool 1. Cool. Die sind noch ruckzuck gut gerade für mich. So, da waren wir dann noch erst doch. Was für ein Spaß. Dann ab zur nächsten Folge, zur nächsten Ding. Cool, ich hab die Sensation 1 Arsch. Geil, weiter. Na, dann spielen wir noch weiter. Eine Folge wird 20 Minuten gehen. Haben wir noch Mittel, Zeit bis dahin. Mich belästigen immer noch Fliegen, daran ändert sich ja, wie die Sauerwelle überhaupt ist. Wer Katzen hat, der hat auch Fliegen. Das ist also Standard. Man hat auch noch einen immer neben sich sitzen, der dumm labert und der gerade versucht Asphalt 8 zu spielen und das ist doch kläglich. Nein, nee. Wenn ich dann noch, du spielst auf dem Spielstand von mir, ne? Hm? Du spielst auf dem Spielstand von mir, warum schifft's denn jetzt? Achso. Ah, ich hab's mal geschafft, einen anderen Sprung hinzulegen. Jetzt kapiere ich, wie es läuft.
Wow, wir sind wieder da. Download. Kannst du mich mal ruhig gerade? Ich bin in der Aufnahme. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Muss ich das erst ins Gehirn tätowieren oder was? Meine Herren, du. Oh, mach doch, lass mich jetzt in Ruhe. Shop, was will ich denn im Shop? Achso, ja, ich krieg wieder Kisten, stimmt. Da war ja was. Ich krieg ja alles einmal kostenlos. Wow. Ich bin jetzt nicht die Scheiße. Ich will weiterspielen. Dann hängt das jetzt einmal am Ausfest, die Scheiße? Ach, komisch. Weiter geht's. Dann werden wir maximal noch zwei Rennen fahren und dann ist für heute schon wieder Feierabend in der Folge. Weiß nicht, Level 2. Da muss ich doch um Level 1. Die Wackelung könnte auch noch zählen. Das Tune und alles, das mache ich dann auf Screen. Geld, nachdem ich verdiene, wenn man es braucht, mache ich auch auf Screen. Werde ich mit in die Folge reinhauen. Hallo, ich heiße Taka und ich fahre über Naga. So. Yeah! Gewonnen. Was war Scheiße? Und man gewinnt echt verdammt viel Geld hier. Was gibt's da auch mit diesem Machen? Spiel der Bobby-Spiel. Ich glaube, ich gehe los. Weißt du was? Machen wir ein sinnvolles Kaffeespawner. Gehen wir darüber, holen wir mal ein Glas und machen wir mal warm. Da drüben ist ein Glas. Ja, du bist mal Kaffeespawner. Aber sinnvolles musst du doch machen hier. Nein! Oder was? Zu mir! Das gibst du zu mir und du verfehlst den Fisch und machst erwischen. Oh Gott, nee. Wir müssen mal die Bude bitte schulen. Muss ich doch machen. Na, schmilzt er? Ja. Apotür. Du warst doch halt draußen. Hier ist ein schöner Putzi draußen da. Was? Was denkst du, wie schön Putzi draußen da? Schön im Schatten. Aha. Im Windzug. Und hat mir blöd zugeguckt, weil er doch hat. Weil er schlau ist? So, dann hoch. Gib mal den Daumen hoch für die Katze. Nicht für mich, dass ich mich in der Hitze rausstelle und Wäsche. Ja, für dich bitte zwei Daumen und für die Katze mindestens einen. Vielen Dank. Wie das macht, ist nicht meine Sorge, tut euch 3-4 Accounts anlegen. Kosten ja nichts. Es wird wahrscheinlich bei mir auch random noch geben hier Asphalt Extreme. Ich finde die Reihe einfach cool.
Macht doch voll Laune. Damit zu zocken. Das kann man auch Rennsport nennen, nicht so wie das hier. Aber egal. Soll jeder spielen, was er will. Mir ist das egal. Jawohl, jetzt hier reingehobt. Juhu. Und damit wird sich dann auch die Folge erste. Ja, also. Wortsalat. Damit wird sich jetzt die erste Folge. Asphalt 9 von dieser Bildfläche verabschieden. Und ich danke herzlich vielmals fürs Zuschauen. Und jetzt sogar Level 3. Coole Sache. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Asphalt. Nein, ich will jetzt keine Werbung angucken, ihr Trottels. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? War schon wie? Dankeschön. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Asphalt. Nein. Oh, wartet mal. Jo. Warum habe ich ihn das jetzt gekriegt? Okay. Was ist jetzt los gewesen? Voll abgespaced? Geil. Haben wir gleich ein neues Auto bekommen? Ach mein Gott. Erstelle jetzt keinen Club. Geil. Da lohnt sich doch das Vorregistrieren. Ein bisschen mitgemacht und da habe ich so ein bisschen was erhalten. Ist irgendwie cool. Ich hatte jetzt auch Erfolge. Okay, egal. Da wird sich jetzt die erste Folge Asphalt 9 bis Ende lehren. Und ich danke herzlich fürs Zuschauen. Daumen hoch, Like da, wer mehr sehr will, out of the Glocke. Aber bitte die bei YouTube und nicht die bei der Glocke. Und damit bin ich raus. Und bitte nicht wundern, ich habe mich vorher bei die das Spiel entwickelt haben, auf der Seite registriert. Und dafür habe ich jetzt ein paar Prämien bekommen, da weil ich da jeden Woche mindestens dreimal eingeloggt habe und mitgemacht habe. Also. Und damit ist die Folge zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Der nächsten Folge aus bald 9. Ciao.